Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu Let's Play Skyrim 2022. Mords, ganz, ganz wichtig heute, liebe Freunde. 17 Uhr heute, 17 Uhr erscheint ein wichtiges, wichtiges Video. Da wird es unter anderem auch darum gehen, wie Skyrim weitergehen wird. Also, nicht vergessen, heute 17 Uhr einschalten, neues Video. So. Und ich erinnere mich, Freunde, wir haben in der letzten Folge auf jeden Fall die... Du verspürst ein Set. Oh, 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 oh. Bin ich schon ein Vampir? Sanguinare Vampiris. Wird zu Vampirismus. Also, ich bin noch kein Vampir, oder? Oh, scheiße, ich brauche dringend, dringend, Freunde, ein Gegengift. Scheiße, okay. Ich mach mal kurz raus. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht gleich ein Vampir, wenn ich rauskomme. Das wäre natürlich ärgerlich. Die Frage ist, wo kriege ich Gegengift her? Oh Gott, da ist ein Drache noch am Horizont. Kriege ich das in Rorikstadt vielleicht? Ich würde mal schnell sagen, ich sattel die Hühner und mache mich nach Rorikstadt auf. Ist das noch? Ja. Ich muss jetzt immer noch auf den Drachen scheißen, Freunde. Es tut mir leid. So, Luftlinie ist ein Stück nach rechts. Okay. So, schnell nach Rorikstadt. Ich hoffe, da gibt es Gegengift. Oh Gott. Drachengrab von Nayaglif entdeckt. Das können wir vielleicht demnächst machen. Aber ich muss, wie gesagt, erstmal schnell irgendjemanden finden, der mir ein Heilmittel verkauft. Bin ich hier? Das ist doch Rorikstadt. Ja. Unter der letzten Folge wurde geschrieben, ich sollte mal mein Schwert wieder aufladen. Und dazu muss ich aber sagen, Freunde, ich bin eigentlich der Meinung, dass unser momentanes Schwert oder generell das Setup, so was wir haben, ziemlich overpowered ist, habe ich das Gefühl. Und ich glaube, ich lasse das Schwert erstmal unaufgeladen, weil das macht so schon, glaube ich, sehr viel Damage und ja, also, ne, ich hoffe, ihr versteht das. Ich werde es niemandem sagen, wenn ihr meine Schwester Sissel vermöbelt. Alles klar, wer bist du denn? Britte. Britte und Sissel. Nice Namen auf jeden Fall. Scheiße, wo kriege ich jetzt ein Gegenmittel her? Fuck, 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 fuck. Zur Frostfrucht. Scheiße. Oh, ich sehe hier gerade, hier kann ich auf jeden Fall mal meine Lederbeutel nachfüllen. So. Gibt es hier irgendwas in der Nähe, was größer ist? Mortal ist groß, ist aber ein Stückchen weg. Schrein von Stendar. Scheiße. Muss doch hier geben, ey. Muss auch irgendwie einen Alchemisten geben. Aber das sind alles, glaube ich, nur private... Keine Antwort. Da ist der gute Nahaglif. Aber ich lasse ihn jetzt nochmal kurz da sein. Ich muss das wegkriegen. Ich will das... Ich will nicht Vampir werden. Scheiße, das ist die Jarlshütte. Mann! Ich könnte halt versuchen, schnell zu reisen.
Ich speichere hier nochmal. Also schnell zu reisen im Sinne von mit der Kutsche. Oh oh, ich hab schon wieder. Ihr seht's, Freunde. Die Sicht. Okay, kurz checken. Wo ist. Hier ist ein Kutschenstopp. Dann würde ich sagen, mache ich mit dem Kutschenstopp nach Mortal. Oder habe ich vielleicht. Aber ich habe nichts, ne? Ich hatte, glaube ich, schon geguckt. Gegengift? War das das? Nee, das war. Das war nur für Gifte halt speziell, ne? Das war nicht für. Oder? Ich probiere den mal kurz, aber ich glaube, der. Ach, Mann! Nein! Oh, sorry, Freunde. So, hier. Nee, das bringt nichts. Das bringt nichts, Freunde. Ich könnte in Weißlauf gucken. Ich glaube, da war ich noch nicht beim Alchemisten. Oder? Wo ist der Kutschenstopp? Da. Ich würde sagen, wir reiten mal schnell zum Kutschenstopp. Und dann hoffe ich, dass ich jetzt. Ja, neue Pferderüstung. Ja, lass mich jetzt in Ruhe, Drache. Und dann hoffe ich, dass ich da einen Heiltrank kriege. Und dass ich vor allem nicht auf dem Weg schon zum Vampir werde. So, hier. Zack. Go, 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 go. Städte, Weißlauf. Ja, aber nicht heute. Nicht heute, Freunde. Oh, es ist immer noch nachts. Okay, kurz checken. Wird zu Vampirismus. Ja, aber hoffentlich ist dann auch. Hoffentlich ist dann auch der Alchemist da. Scheiße. Trinke ich gleich mal einen Schluck. Ja, der ist müde, der Gungnir. Ich übrigens auch. Es ist gerade 6 Uhr früh. Kleine Nachtschicht eingelegt. So, schönen guten Tag, Männer. Lass mich mal schnell rein. Oh Gott. Geräusche von Regen, okay. So, ich glaube, hier war das. Oh, hoffentlich ist jemand da. Keine Antwort, das ist nicht dein Ernst. Wie spät ist es? Es ist. Mitten in der Nacht. Ach, deswegen rennen die alle, weil es regnet. Scheiße, Mann, wie komme ich da rein? Ich brauche es ja auch nicht aufschließen, oder? Oh, fuck, ich habe nicht gespeichert. Was ist, wenn ich das aufschließe und dann. Ich probiere mal kurz was. Thank you.
Ja. Ja. Vielleicht steht da ja auch irgendwo so ein Trank rum. Verdammte Türklinge! Durchsuchen kleine Geldbörse, was? Ja, nee, ich will jetzt hier nicht... Ihr habt hier nichts zu suchen. Ihr habt hier nichts verloren. Scheiße, die quatschen. Speak to me. Ich werde euch nicht noch einmal warnen. Verschwindet oder ich rufe die Wachen. Scheiße! Okay. Da muss ich mir ein Zimmer nehmen und hoffen, dass ich... Vielleicht macht sie ja jetzt auf. Ist da jemand? Ja, darf ich reinkommen? Nein, das glaube ich nicht. Einschüchtern. Ich versuche mal, sie zu überzeugen. Nun gut, aber nur dieses eine Mal. Ja, bitte verkauf mir jetzt was. Bitte verkauf mir jetzt was. Wo ist sie denn? Hallo? Hä? Wo ist sie denn? Ey! Jetzt ist sie nicht hier, oder was? Mann! Hallo, mal Krach machen. Scheiße, Mann, nein! Was ist denn hier? Himmelsrand für Kräutersammler? Nix gelernt, nice. Jetzt schließe ich hier mal so eine Tür auf. Experte. Bin ich doch... Da sitzt die, das ist nicht dein Ernst. Ey! Wie fühlt ihr euch? So, ich pass fürchte, auf. Ihr könntet krank sein. So etwas in der Art. Ich wurde zwar nicht offiziell in der Schule der Wiederherstellung unterrichtet, aber etwas Ebenbürtigem. In diesen Mauern habe ich alle nötigen Zutaten, um einen Zaubertrank gegen so gut wie jedes Leiden zu brauen. Cool. Hätte ich einen Septim für jeden Fall von Felsenhaxe oder Sinnesfluch, den ich seit der Eröffnung dieses Ladens geheilt habe, wäre ich jetzt eine reiche Frau. Nice, aber kann ich bei dir auch was kaufen? Warum? Weil ich eine stolze Bürgerin des Kaiserreichs bin? Weil die Sturmmäntel nur Nord im Himmelsrand sehen wollen? Sollen die Sturmmäntel doch im Reich des Vergessens verrotten. Ich lebe schon seit 20 Jahren in dieser Stadt. 20! Ich will... Wenn ihr ein Heilmittel braucht, könnt ihr jederzeit wiederkommen. Ja! Ich habe mehrere Elixiere im Angebot. Es kann natürlich sein, dass sie mir jetzt nichts verkauft, weil es in der Nacht ist, ne? Oh. Bis zum nächsten Mal. Okay, Freunde, wir müssen jetzt... Ja, es tut mir leid, so viel Zeit vergangen. Es tut mir leid, Freunde. Nichts geschafft. Aber ich hole mir jetzt schnell ein Zimmer. Jetzt ist hier auch keiner da, oder was? Oder kann ich hier draußen irgendwie pennen? Wisst ihr was, Freunde? Wir machen mal Ausnahme, ne? Ausnahme. Jetzt wirklich Ausnahme. Wir warten mal jetzt. Hier einfach... Und, das ist jetzt wirklich eine Ausnahme, Freunde. Ich hoffe, die hat jetzt schon offen. Ich führe ein recht gutes Sortiment von Tränken und Alchemiezutaten. Ja, schön. So, jetzt komm. Wie fühlt ihr euch? Was habt ihr zu verkaufen? Einen Blick drauf. Trank, hochwertiger Trank.
Das war es, glaube ich, ne? Zaubertrank der Krankheitsheilung, genau. Das kaufe ich. So. Okay. Wenn ihr ein Heilmittel... Ja, come on, Schnauze. Jetzt schlucke ich das. Oh Gott, ich merke schon wieder. Jederzeit wiederkommen. Ey. Was für eine wundersame Stadt. So offen. So. Checken. Geringer Hunger, mäßige Müdigkeit. Puh, Freunde. Puh, puh, puh. Okay. Wir haben es geschafft. Nice. Einen haben wir noch. Das ist sehr gut. Ich fülle gleich meinen Beutel auf. Ich trinke gleich mal. Und dann trinke ich auch noch einen Schluck. Genau so. Jetzt esse ich noch ein Schlückchen. Esse ich noch ein Schlückchen. Alles klar. Es ist spät, Freunde. Oh, einer geht noch rein. Zack. Jetzt sind wir nur noch müde und stinken leicht. Perfekt. So, Freunde. Hälfte der Zeit ist rum. Es tut mir leid. Aber was soll der Geiz, Freunde? Wir müssen halt, ne? Manchmal kommt man in so eine Zwickmühle, wo du dann überlegen musst, reise ich jetzt schnell und warte ich? Aber es ist halt, ich will es halt wirklich vermeiden, Freunde, ne? Weil... Und dafür gibt es ja die Mods mit den Kutschenstopp. Stops. Also das ist ja schon eine gute Alternative. So. Und jetzt. Alter, jetzt sitzt der die ganze Zeit. Werkzeuge, Waren und Waffen. Und alles zu einem guten Preis. Was? Nein. Jetzt stecke ich. Oh Gott. Güter und Waren aller Art. Okay, ich sitze jetzt eigentlich auf dem Pferd und längs gerade. Was ist, wenn ich jetzt absteige? Ich kann nicht absteigen. Jetzt kann ich das. Oh Gott. Guckt euch das mal an, ey. Ja, kriege ich das jetzt? Ach nee, komm. Ich versuche mal jetzt zu speichern, mal gucken, was passiert, wenn ich den Spielstand lade. Ob ich dann richtig drauf sitze, mal gucken. Ich gebe zu, die Drachen sind ein Problem. Aber wir können sie meiden, indem wir nicht zu lange an einem Ort bleiben. Ja, gut, Freunde, bis gleich. So, Freunde, und weiter geht die wilde Fahrt. Stelle von Weißlauf. So, wo müssen wir jetzt hin? Ist das normal? Das ist wahrscheinlich das... Was soll das sein? Soll das eine Art Regenkarte sein? Was ist das? Das war ja noch nie. Okay, Freunde, ich glaube, das ist... Das soll nicht so sein. Das ist wahrscheinlich, wie nennt sich das? Bump Map oder so? Das ist auf jeden Fall nicht normal. Falls es zu irgendeiner Mod gehört oder so, kann es bitte einer in die Kommentare schreiben, wenn er weiß, was das ist. Aber es sieht eher aus wie ein Grafikfehler. Okay, darum kümmere ich mich jetzt erstmal nicht. Ich meine, man sieht ja am Himmel auch nichts Außergewöhnliches. So, aber ich muss jetzt trotzdem gucken. Aber es verschiebt sich irgendwie. So, bringe Bauplan einer verbesserten Armbrust. Das müssen wir holen. Und wir müssen... Wo müssen wir noch hin?
Okay, ich... Das ist das. Ah, hier ist noch, findet den uralten Vampirkopf. Und was fehlt da sonst noch so? Vampirkopf? Ah, Beine? Vampirarm? Ach krass, okay, das ist hier. Da könnten wir eigentlich hinreiten. Siehst du, es wäre genau auf dem Weg gewesen. Wir könnten noch zu dem Kutschenstopp Granithügel. Da sind wir auf jeden Fall näher. Das können wir mal machen, Freunde. Oh, Alter, hart am Leggen. So. Granithügel. Gucken, ob das hier ist. Nee. Andere zwei. Granithügel, da müssen wir hin. Haben wir diese Folge leider nicht sehr viel geschafft. Es tut mir leid, Freunde, aber... Ja. Das mit dem Vampirismus, blöder Zwischenfall, aber musste gelöst werden. Vultionak, Alter, das ist doch nicht wahr. Ach du Scheiße. Na denn. Scheiße. Ja. Nein. Und drauf. Jawohl. Und drauf. Und drauf. Alter, was guckt der mein Pferd an? Zeigt euch. Komm. Fuck, ey. Und drauf. Aber der macht nichts. Der macht nichts. Boah, wie krass der auch aussieht, ey. I think I could get used to this promotion of nature than you do with Dragon Souls. It may be freaky, but it looks impressive. Drachenseele aufgenommen. Okay. Ja, also... Durchsuchen. Septime, Eisenpfeil. Rest brauchen wir nicht. So, haben wir noch ein bisschen Zeit? Wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir kümmern uns... This rain is making my steed's hair frizzy. So. Wir reiten wieder voll in den bunten Nebel. Ja, ich hoffe, beim nächsten Mal ist es weg, Freunde. So, wir sind gleich da. Nein! Bruchzahnhöhle entdeckt. Wo ist der Eingang? Zombiehund. Na klar will ich mit dem reden. Ich stelle mein Pferd mal hier ab. Die greifen uns nicht an, die Hunde. Ist wahrscheinlich nicht normal. Aber drauf, ihr Schissen. Hier nochmal gespeichert. Und rein da. Wer ist da? Gungnir. Was?
Ungnir. Oh, oh. Alter, es geht schon wieder los. Nein. Hört auf. Nicht diese Vampir-Scheiße, ey. Oh, ein Lich. Tut mir leid, dass es so enden muss. Mhm. Okay, ich... müssen jetzt gucken, wie wir da vorgehen. Ich glaube, ich baller einfach voll das Feuer in die Meute. Wenn die da jetzt alle auf einem Fleck hocken, bietet sich das wahrscheinlich an. Bleibt wachsam. Auf jeden Fall. Was? Eh. Scheiße, Mann. So, jetzt. Ich halt einfach voll rein, ist mir egal. Ich glaube, das war ganz gut. Oh Gott. Nein. Oh Gott. Sie haben sie. Nein. Geralt ist einfach auch am Start. Nein, du heilst dich nicht. Verdammter Lich. Alter. Ich auch. Na klar, jetzt werde ich hier noch voll gekotzt. Was denn noch alles? Fuck, 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 fuck. Ganz kurz. Gleich noch ein. Und ich speichere hier mal kurz. Ich hoffe, das war jetzt nicht dumm, aber ich mach's mal einfach. Wo ist das Vieh? Da! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Du ekliger! Weg! Was? Das war's? Ich wollte mich schon wieder verbissen. Alles klar, Serana? Komm mal hoch. Da ist noch ein Untier. Das war wahrscheinlich wieder von der Serana. Das wurde auch unter einer Folge kommentiert. Da hab ich wieder, jetzt habe ich wieder irgendein Vieh abgeknallt, was die Serana beschworen hat. Aber ist egal, Freunde. Der Kampf ist vorüber. 27 September. Auf jeden Fall. Oder ist er doch nicht vorüber? Fuck, hier geht's noch weiter, oder was? Oh nein. Mal speichern. Ha, ha. Wartet. Ein, ihr seid tot. Ein einzelnes Skelett. Boah, ist das laut. Wow. Zack, Junge. Das Geheimnis von Prinzessin Talara. Illusion verbessert. Sehr schön. Gewöhnlicher Seelenstein. Winziger Seelenstein, der ist noch voll. Schwarzer Seelenstein. Nehmen wir mit. So. Hier liegen sie. Ich speichere hier nochmal. Der uralte Vampirarm. Aber hatten wir nicht schon Hände eingesammelt? Ich meine, da sind ja Hände dran. Egal, her damit. So. Nordblut? Nehmen wir mit. Karte der Reisenden, ein Karat Saphir und der Glaskriegshammer. Kann ich leider nicht mitnehmen, weil ich nicht genug, oder? Oder kann ich noch irgendwas anlegen?
Ach, jetzt packe ich das rein. Oh, ich bin so blöd. Okay, ganz kurz. Okay. Ist egal, ich lasse ihn jetzt nochmal kurz liegen. Ich weiß, der ist wahrscheinlich besser als meine jetzige Waffe, aber... ich kann gerade nichts mehr tragen, Freunde. Ich muss unbedingt wieder aussortieren. Ja, ich aber nicht. Ist überhaupt nicht mein Fall. Schwacher Trank der Gesundheit. Schwaches Gift. Magiker senken. Lesen. Notiz eines Alchemisten. Eigenschaften der Elementarsalze. Freunde, ich bin raus. Ein Anfälligkeitsgift kann mit dem Hauptelement des jeweiligen Satzes hergestellt werden. Gleichzeitig schützt dieses vor dem ihm entgegengesetzten Element. Feuersalz, Feueranfälligkeit, Frostresistenz, Frostsalz, bla bla bla. Okay. Die Wolfskönigin, Band 1. Bringt uns nix. Meine Nase ist sicher, dass nichts Gutes hier passiert. Dem stimme ich zu. So, ich glaube, wir sind hier soweit durch. Zeit ist auch rum. Aber den Raum will ich nochmal abchecken. Hier haben wir, glaube ich, noch nicht alles gelootet. Du beginnst dich aufzuwärmen. Schön. Die hatten wir durchsucht. Oh, habe ich eigentlich eine neue Stufe? Nee. Was hängt denn davon? Also irgendwie ist hier merkwürdig, Freunde. Gerade ist sehr merkwürdig. Alter, der hat noch krassen Scheiß dabei. Septime, schwarzer Seelenstein, Vulkanglas, Schwer, Zauberbuch, Ritter der Hölle beschwören. Der ist ein bisschen was wert. Das ist ein bisschen was wert. Dein Leichenohr kannst du behalten. Fledermausflügel brauche ich nicht. Vampirmeisterin. Das ist eine Meisterin? Das ist doch... Is that really helping us? Ja, warte doch mal. Da ist was durcheinander gekommen. Ich jetzt alle wichtigen durchsucht? Ja, ne? Die ist völlig warm. What are you doing? Nix. Ich will nur mal gucken. Die ist aber sehr sehr freizügig angekleidet, Freunde. Muss ich nur für die Wissenschaft nochmal überprüfen. So, Umhang. Ich meine, wir könnten sie jetzt... Nein, Freunde, nein. Okay. Ich glaube, jetzt haben wir aber wirklich hier alles durch. Ich check mal auf der Karte, ob wir... Ist auch abgeschlossen. Ich glaube, wir können hier raus, Freunde. Das Wichtigste haben wir. Ich mache mich mal nach draußen. Also das mit der Karte ist sehr... ominös. Ich hoffe, das ist in der nächsten Folge dann wieder weg. Ach ja, die Hunde. Die mir aber nichts tun. Brav. Ja. Wir können auch mit denen reden. Ich versuche mal, die kurz anzuquatschen. Die werden mich angreifen, aber vielleicht kann ich ja wirklich mit denen reden. Jo. Mein Pferd haut wieder ab. Okay. Ich glaube, für
für die Welt ist es besser, wenn diese Hunde nicht mehr existieren. So, und jetzt speichere ich hier aber, meine Kleidung ist feucht. Und wir sehen uns dann zur nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut. Ciao.